Hey, hallo und herzlich willkommen zu meinem Filmtagebuch August. Ich habe mir jetzt vorgenommen, einmal im Monat meine Filme vorzustellen, die ich diesen Monat geguckt habe, beziehungsweise den letzten Monat. Wollen wir gar nicht lange rummachen. Let's go. Im August habe ich insgesamt 21 Filme geguckt, meistens am Wochenende. Unter der Woche nach der Arbeit gucke ich meistens Serie. Momentan gucke ich Knight Rider mit David Hasselhoff. Es macht sehr viel Spaß. Dann bin ich nach wie vor dran, King of Queens zu gucken. Dann bin ich momentan in der 7. Staffel angekommen. Und letzte Woche habe ich komplett durchgeguckt. 1883, eine Yellowstone Origin Story. Also die Vorgeschichte von Yellowstone. Ich habe Yellowstone schon sehr gut gefunden. Ich habe 4 Staffeln bisher gesehen, aber 1883 hat mich emotional viel mehr mitgenommen. Ich hatte ein paar Mal Tränen in den Augen. Vielleicht soll ich da mal eine Review zu machen, aber dann müsste ich mich noch mal intensiver mit der Serie auseinandersetzen. Wird wahrscheinlich nie kommen. Naja, los geht's. Hier habe ich den ganzen Stapel mit den Filmen, bis auf 2 Filme, die habe ich nur digital geguckt, beziehungsweise einen auf YouTube sogar. Ich würde sagen, fangen wir an. Angefangen hat es diesen Monat mit Mel Gibson, Bloodfather. Mel Gibsons Tochter in diesem Film lässt sich mit den falschen Leuten ein. Ihr Freund ist ein Krimineller und fordert Sachen von ihr, die sie nicht so wirklich möchte. Ja, und dann wird sie halt von ihrem Ex-Freund und den Gangsterkollegen gejagt, sucht Unterschlupf bei ihrem Vater, Mel Gibson. Guter kleiner Actionfilm. Auch ganz gut besetzt, auch noch mit William H. Macy ist auch noch dabei als Kumpel von Mel. Wie seine Rollenfigur heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Die Tochter hat ein bisschen genervt, aber Showdown war ganz gut. Ich würde sagen, ganz guter Film. Weiter ging es dann mit einem Film, den ich schon mal angefangen hatte, aber nicht reinkam. Diesmal habe ich ihn zu Ende geschaut. Polizei-Thriller aus den 70ern von William Friedkin, der 1, 2 Tage nachdem ich den Film gesehen habe, leider verstorben ist. Gene Hackman in French Connection. Sehr zu empfehlen. Sehr rau, sehr dreckiges New York. Ich war schon beeindruckt. Auch wenn die Charaktere natürlich sehr rau sind, sehr wenig an sich rankommen lassen. Ist jetzt keine Psychostudie, aber hat eine Verfolgungsjagd, die auch heute fast noch ihresgleichen sucht, zumindest von der Intensität her. So, dann die erste Enttäuschung des Monats, von dem ich viel mehr erwartet habe. Kommando oder im Deutschen Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger. Regie Mark L. Lester, was hat er noch gemacht? Ich glaube, ich wusste mal, ich weiß nicht mehr. Ja, John Travolta. Arnold Schwarzenegger, Ex-Elite-Soldat, wird von ehemaligen Kollegen gejagt und muss seine Tochter wird entführt, Alyssa Milano übrigens, und soll sie beschützen. Sehr brutal. Ich weiß nicht, ob es manchmal lustig sein soll, aber die Mischung zwischen Humor und richtig dummer Brutalität hat mich überhaupt nicht erreicht. Der rennt übers Feld, er schießt hunderte von Leuten und wird nicht getroffen. Das ist John Rambo mäßig, aber bei Rambo hat es funktioniert und hier meiner Meinung nach überhaupt nicht. Nee, der kommt weg. Dann habe ich einen Film geschaut, den ich nur digital habe. Action Jackson mit dem großartigen Carl Weathers, bekannt als Apollo Creed aus Rocky. Ja, Action Jackson ist vielleicht einer der Filme mit den besten Titeln überhaupt. Action Jackson, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich ein bisschen Trash erwartet, doch der Film hat mich von den Charakteren einfach mitgenommen. Action Jackson ist ein cooler Typ, der Film ist lustig, ist actionreich und macht einfach Spaß. Kann ich nichts gegen sagen. Guter Film. So, dann der nächste Actionkracher. Oder der erste richtige Actionkracher. So, wait. Ist das ein thailändischer Film? Oder indonesischer? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Indonesien, glaube ich. Ja, sehr intensiv. Sehr intensive erste halbe Stunde oder Stunde, dann verliert sich's ein bisschen. Die Action ist natürlich furios inszeniert, gut choreografiert, packend gefilmt. Am Ende die Auflösung, der Twist hat mich nicht so ganz überzeugt, aber trotzdem ein richtig, richtig guter Actionfilm.
Dann ein Film nach einer wahren Begebenheit. Rosamund Pike und Daniel Brühl in 7 Tagen in Entebbe. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ich habe den Film ja schon mal vorgestellt, als ich meine Einkäufe vorgestellt habe. Ich habe den Film auch schon, glaube ich, ein paar Jahre rumliegen. Deutsche Terroristen entführen zusammen mit, was war das denn jetzt noch, Palästinensern, ein Flugzeug, um Gefangene freizupressen. Und ein israelisches Sondereinsatzkommando versucht, ihn dann zu befreien. Das ist natürlich sehr interessant, wenn dann deutsche Terroristen, die sich eher auf der linken Seite sehen, dann Juden von Nichtjuden selektieren. Mich hat der Film komplett gefesselt. Kritiken waren im Internet, was ich so gefunden habe, Letterboxd und so weiter, war nicht so gut, aber das liegt wohl wahrscheinlich auch daran, dass man in dem Film vielleicht ein bisschen mehr auf der israelischen Seite sehen könnte und Palästinenser sich davon nicht so angesprochen fühlen können. Ich bin in diesem Konflikt nicht weit genug drin, um da ein politisches Urteil mir bilden zu können. Ich glaube, das ist wie bei allem oder bei vielen Sachen, dass man vielleicht mal reden sollte. Okay. Gut, dann ging es weiter mit The Raid 2. Ich habe viel erwartet, weil viele auch sagen, der Film ist besser als der erste Teil. Aber für mich geht der Film viel zu lang. 150 Minuten, immer wieder die gleichen Action-Szenen. Ist natürlich, wie der erste Teil, sehr gut choreografiert, jetzt noch mit mehr Schauplätzen. Aber mein Problem mit dem Film ich wurde abgestumpft. Einfach abgestumpft. Also mir hat das nichts mehr bedeutet und es ging immer weiter und ich hatte die Schnauze irgendwann so voll, ich habe ihn fertig geguckt, aber werde diesen Film höchstwahrscheinlich nie wieder gucken. Er wird oft als positives Beispiel dargestellt, wie man Actionfilme macht und wie man sie zum Beispiel nicht macht, takenmäßig mit 15 Schnitten in der Sekunde. Mag sein, ich mag auch lange Choreografien, gut gemachte Action mit guten Darstellern, guter Kamera und so weiter. Aber ich hätte nachkotzen können, ehrlich gesagt. Weg damit. Dann ein kleiner ruhiger Film. Ian McKellen als alter, ich würde schon wieder Indiana Jones sagen, Mr. Holmes. Sherlock Holmes, ruhiger Film. Es geht vor allem um die Freundschaft von Sherlock mit dem Sohn von seiner neuen Haushälterin, die sich anfreunden. Sherlock züchtet Bienen, löst noch einen kleinen Fall, verliert ein bisschen schon so sein Gedächtnis, schreibt sich zum Beispiel auch immer die Namen von Leuten, mit denen er zu tun hat, auf dem Ärmel, weil er sich keine Namen mehr merken kann. Nichts Herausragendes, aber ein Film, der mir ganz gut gefallen hat. Der Leuchtturm von Robert Eggers, sehr gut gespielt, gefilmt, fotografiert. Robert Pattinson, Willem Dafoe liefern eine sehr, sehr gute Leistung. Die Bilder sind beeindruckend. Nur das Drehbuch hat mich ab der Hälfte irgendwo auch ein bisschen verloren und auch ein bisschen enttäuscht. Storymäßig fand ich ihn nicht gut. Aber die Bilder entschädigen ihn auf jeden Fall. Kann man sich angucken. Und vielleicht kann man auch viel rein interpretieren, was ich so gar nicht gesehen habe. Das mag sein. Film ist gut. Und dann habe ich mal angefangen, die Eberhofer-Krimis zu schauen. Ich habe noch keinen gesehen. Angefangen habe ich natürlich mit der ersten Verfilmung. War nicht das erste Buch, aber der erste Film, der rauskam. Das war Dampfnudelblues. Sebastian Bessel spielt Eberhofer, einen ehemaligen Polizisten aus München, der degradiert worden ist mit seinem Kollegen, wie hieß der denn nochmal, Birkenberger? Ich glaube schon. Gespielt von Simon Schwarz, das ist der Typ hier mit der Glatze, Halbglatze. Und jetzt in einem kleinen Liederkaltenkirchen irgendwie so als Dorfsheriff arbeitet und da so einen Mord aufklären muss. Eigentlich muss das nicht, er macht das so nebenbei. Dann geht es noch um seine Familie, um seinen kiffenden Vater, um seine halbtaube Oma und um sein Spusi, die Sisi, Susi. Sehr süß von, wie heißt sie denn? Jetzt glaube ich. Muss ich wieder hinten drauf lesen. Dieser Maria Potthoff, ja. Ist natürlich kein ernstzunehmender Krimi, es ist einfach lustige Situationen, große Dialoge, also sehr lustige Dialoge mit viel
schwarzen Humor, würde ich schon sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Dann ein weiterer deutscher Film. Kommt dann noch einer. Contra mit Nilan Farooq und Christoph Maria Herbst. Eine junge Studentin wird von ihrem Professor ein bisschen rassistisch beleidigt, aufgezogen. Der Professor soll rausgeworfen werden, bekommt aber das Angebot, seine Studentin zu trainieren und auf ein, wie nennt man das, auf eine Diskussion. Debattierwettbewerb vorzubereiten. Ja, Film fängt gut an, arbeitet halt viel mit Klischees. Christoph Maria Herbst spielt so eine Version Stromberg in ein bisschen intelligenter, ein bisschen viel intelligenter, auch sehr zynisch. Dann die Plot-Twists sind einfach voraussehbar, das Ende ist voraussehbar. War okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt auf den Wegstapel oder Behaltenstapel legen soll. Ich behalte ihn mal. Allein wegen Christoph Maria Herbst sehenswert. Das andere hätte man wesentlich, wesentlich besser lösen können. Wenn man mal ein bisschen mutiger gewesen wäre, ein bisschen andere Wege gegangen wäre. Legen wir mal hier. Das ist, glaube ich, auch von Sönke Wortmann, der Film, oder? Steht das überhaupt drauf? Ich finde das nicht. Nee, ist auch egal. Ich glaube, der nächste Film ist. Zumindest von Sönke Wortmann, der hat mir wesentlich besser gefallen. Frau Müller muss weg. Es ist ja beliebtes Setting. Du nimmst eine Gruppe von Erwachsenen, sperrst sie in einen Raum oder in einen Ort zusammen und lässt sie sich richtig schön fetzen. Und das passiert hier auch. Die Grundschullehrerin Frau Müller wird zu einem Elternsprechtag bestellt von ein paar Eltern von Schülern, die sie unbedingt weghaben wollen, weil die Noten der Kinder zu schlecht sind und sie angeblich die Klasse nicht mehr führen kann. Dann hast du natürlich Streitereien, die sich entwickeln und das ist sehr, sehr, sehr gut. Helikopter, Eltern, The Movie, hat mir sehr gut gefallen. Auch gegen Mitte hat der Film leichte Hänger, aber der Schluss hat mir wieder sehr gut gefallen. Komm mal hier hin. Dann ein Oliver Stone-Film, die Verarbeitung des 11. September, World Trade Center mit Nicolas Cage. Es geht eigentlich nur um eine Gruppe von Polizisten, die in den Trümmern des World Trade Center verschüttet werden, über ihr Leben nachdenken, wie ihre Frauen leiden, wie ihre Familien leiden und dann die Befreiungsaktion. Beschäftigt sich nicht komplett mit diesem Thema. Was ist an diesem Tag passiert, 11. September, New York, Washington, Flug 93 oder was das war? Nicht mit den Terroristen, sondern bleibt einzig und allein fast auf die Familien dieser Polizisten. Auch ein bisschen lang geraten. Hätte man vielleicht ein bisschen kürzer halten können. Es zieht sich ein bisschen, aber Nicolas Cage ist für mich immer ein Gewinn. Und hat mir auch ein paar Tränen in die Augen getrieben. Also der Film hat öfters für mich funktioniert, als dass er nicht funktioniert. Deswegen kommt er hier auf diesen Stapel und nicht hier unten bei den Müll. Ich werfe keine Blu-rays und DVDs weg. Nur mal so. Oh, jetzt mal deine Enttäuschung des Monats. Mir gefallen ja kleine Filme mit schrulligen Charakteren sehr. Dann haben wir hier die Besetzung Jason Segel, Ed Helms, Susan Sarandon, Jeff, der noch zu Hause lebt. Mich haben die Charaktere nicht abgeholt, mich hat das ein Scheiß interessiert, was sie macht. Ich fand den stinkend langweilig. Stinkend langweilig. Da gucke ich lieber nochmal Napoleon Dynamite. Okay, ist nicht der gleiche Art von Film. Aber den würde ich mir immer wieder angucken und diesen Film nie wieder. Gibt vielleicht viele, die ihn mögen. Einige, die ihn mögen. Susan Sarandon hat mich auch nicht überzeugt. Als Brüder haben die für mich überhaupt nicht funktioniert. Also, nee. Kommt weg. Dann haben wir Runaway Jury, heißt der Film, glaube ich, im Original. Das Urteil mit John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman und Rachel Weisz. Wird sie so ausgesprochen? Es geht um einen Prozess zwischen der Waffenlobby und einer Frau, die geklagt hat und die Waffenlobby auf Schadensersatz verklagt, weil ihr Mann beim Amoklauf erschossen worden ist. Dann haben wir den Anwalt auf den Seiten der Waffenlobby, Gene Hackman, wieder herrlich böse, er kann das ja gut. Dustin Hoffman auf der anderen Seite. Und
Und John Cusack, der in der Jury sitzt und sozusagen die Jury unter seine Kontrolle bringt und Hilfe von mit Rachel Weisz diese beiden Leute gegeneinander versucht gegeneinander auszuspielen und halt Geld fordert, damit er die Jury dementsprechend, wie sie wollen, beeinflussen kann. Sehr guter Gerichtsthriller nach einem Buch von John Grisham, von wem sonst? Und du hast das erste Mal in diesem Film, dass du eine gemeinsame Szene hast von den ehemaligen Theater-Jugendfreunden Dustin Hoffman und Gene Hackman, die auch eine sehr, sehr gute Szene haben in der. Auf der Toilette, war das auf der Toilette? Ich glaube schon. Ja. Allein wegen der Schauspielerfilme ist empfehlenswert. Kann man nichts gegen sagen. Dann der zweite Eberhof-Krimi. Winterkartoffelknödel. Ja, der zweite Teil fand ich ein bisschen schwierig. War immer noch lustig, aber er war nicht so rund wie der erste. Auch hat mich hier Jeanette Hein als Femme Fatale überhaupt nicht überzeugt. Hat für mich nicht gepasst. Der Film hat Spaß gemacht, klar. Aber hoffentlich wird der dritte wieder besser. Ich behalte ihn natürlich. Aber hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Trotzdem natürlich ein unterhaltsamer Film. Der kommt übrigens auch dahin, der dahin. Und dann, letzten Samstag habe ich vier Filme an einem Tag geguckt. Das habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr geschafft. Ging natürlich Standards, oder wie der Titel verrät, ging das natürlich los mit The Breakfast Club. Ein Jugendfilmklassiker von John Hughes aus den 80ern. Es geht um eine Gruppe von Schülern, vier Schüler, die nachsitzen müssen. Unterschiedlicher kaum sein könnten, sich nach und nach aber anfreunden und versuchen sich zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Dann hast du hier, wie hieß er, Judd Nelson als Rebell. Hat mich nicht überzeugt, hat mich nicht überzeugt. Also ich fand seine Rolle sogar am schlechtesten, auch wenn viele sagen, das war seine beste Rolle, die er jemals hatte. Die Rolle sollte vielleicht auch mit John Cusack besetzt werden, wäre vielleicht sogar besser gewesen, wie ich finde. Aber ich habe den Film auch nicht in der Jugend geguckt, ich verbinde jetzt emotional nichts damit. Egal. Du hast hier Molly Ringwald, die hat sehr gut gespielt, fand ich. Anthony Michael Hall und Ally Sheedy haben mich am meisten überzeugt in den Rollen. Das hat richtig Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen. Guter Film. Aber emotional hat er mich ein bisschen kalt gelassen. Vielleicht bin ich ein bisschen alt dazu. Wenn ich ihn so mit 12, 13, 16, 18 gesehen hätte, wäre es vielleicht was anderes. Aber kann man eigentlich nichts gegen sagen. Dann wurde ich betrogen von Medimobs oder von Rebuy. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Film gebraucht gekauft habe. Green Book auf Blu-ray. Da drin ist aber allerdings nur die DVD. Naja, die Extras sind trotzdem drauf, die hinten drauf stehen. Ich bin auch nicht so der Bildfetischist, von dem her nicht so schlimm. Jedenfalls ist Green Book ein sehr, sehr guter Film. Du hast hier wer wird überhaupt ausgesprochen? Mahershala Ali? Ich weiß es nicht. Als, wie ist er, Don Shirley, ein angesagter Musiker, nur das Problem, dass er schwarz ist in den 60ern in den USA und versucht eine Konzertreise in den Süden zu machen, wo er natürlich als Schwarzer damals Probleme hat. Dann hast du hier Viggo Mortensen als Italiener, der eigentlich den ganzen Film über am Essen ist. Ich habe gleich gerade einen kleinen Hänger hier. Naja, jedenfalls. Es ist eigentlich ein Wohlfühlfilm, wie sich verschiedene Menschen auch über trotz Vorurteilen anfreunden können. Nichts komplett Neues, aber gut gefilmt, gut gespielt. Du hast mit Peter Farrelly einen Film, der eigentlich ein Regisseur, der eigentlich durch Blödelfilme wie Dumm und Dümmer oder Verrückt nach Mary bekannt geworden ist. Und er kann auch hier diesen lustigen, aber auch ernsten Film gut umsetzen mit guten Bildern, guten Schauspielern, gutes Setting. Macht einfach Spaß, diesen Film zu schauen. Auch auf DVD. Auch wenn Blu-ray draufsteht. Der dritte Film des Tages war In the Line of Fire von Wolfgang Petersen mit Clint Eastwood. Clint Eastwood arbeitet beim Secret Service und war auch dabei, als JFK erschossen wurde. Fühlt sich immer noch schuldig, weil er einen Tag davor ein bisschen feiern war. Irgendwas war da, ich weiß es nicht mehr genau.
und bekommt von einem verrückten John Malkovich in diesem Fall Nachrichten, dass er den aktuellen Präsidenten umbringen will, und Clint Eastwood will dann natürlich ihn zur Strecke bringen, wird wieder direkter Personenschützer des Präsidenten, und ja, typischer 90er Jahre Action-Thriller, ganz gut, aber auch nichts herausragendes, obwohl John Malkovich als Killer, John Malkovich überzeugt fast immer und Clint Eastwood sowieso. Wolfgang Petersen liefert Standardkost ab, aber er hat das Boot gemacht, da muss niemand mehr was beweisen. Der vierte Film des Tages war dann noch Lincoln von Steven Spielberg. Dann hast du natürlich mit Daniel Day-Lewis einen der besten Schauspieler unserer Zeit. Als Lincoln überzeugt, natürlich überzeugt er. Tommy Lee Jones als Abtreibungsgegner, als Gegner der Sklaverei, als starker Gegner, als redegewandter Gegner der Sklaverei. Thaddeus Stevens hat mich fast noch mehr überzeugt. Du hast ja viele Dialoge, Debatten in dem Film drin, wie es dazu kam, dass dieser Artikel durchgesetzt worden ist und die Sklaverei abgeschafft werden konnte. Gute Kameraarbeit, natürlich gute Ausstattung, aber nichts wirklich groß Überraschendes. Aber empfehlenswert. Dann habe ich noch in dem Podcast der Kultfilmkumpel gehört, Night of the Comet, ein Film aus den 80ern, der mir bisher überhaupt nichts gesagt hat. Und ich habe mir dann die 11-stündige Folge angehört des Podcasts, wo sie unter anderem mit Schauspielerinnen Interviews geführt haben, mit dem Regisseur Interview geführt haben. Und ich habe mal so geguckt, wollte mir den Film erst so kaufen. Dann habe ich gesehen, der ist gratis auf YouTube in Deutsch, habe mir den angeguckt. Und das hat echt Spaß gemacht, der Film. Das ist natürlich ein Low-Budget-Film, hat nicht viel gekostet, die haben mit einfachen Mitteln gearbeitet, aber der Film hat richtig gute Ideen gehabt. Ein paar Sachen waren natürlich auch nicht so toll umgesetzt. Aber das ist eine Budgetfrage. Der Film hat einfach Spaß gemacht. Guter, ernster, aber auch lustiger Film mit guten, klasse 80er-Soundtrack. Hat Spaß gemacht. Ja, das sind die Filme. 21 Filme habe ich diesen Monat geguckt. Enttäuschung des Monats, wie gesagt. Jeff, der noch zu Hause lebt, hat mich nicht erreicht, kommt weg. Und Highlight des Monats. Oh, das ist schwierig. Spontan würde ich jetzt sagen, Green Book. Vielleicht habe ich jetzt auch einen wichtigen Film vergessen. Keine Ahnung. Ich sag mal Green Book. Ich glaube, das reicht auch für diesen Monat. Ich versuche jetzt jeden Monat mal so eine Liste zu machen, ob ich das wirklich bis zu Ende durchsetze. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich glaube, das reicht. Bis bald. Bye, bye. Weg damit.